Der Dudelsack aus dem Languedoc. Es war einmal ein Schäfer, der spielte auf dem Dudelsack aus dem Languedoc, genannt Bodega. Eines Abends ging er in die Nähe des Flusses, um sich auszuruhen. Er war so damit beschäftigt, den ersten Stern anzuschauen, da sah er gar nicht, wie sein Instrument abrutschte und an einem Stein liegen blieb. Da erschien eine kleine Fee, ganz verzaubert von der Musik. Als der Schäfer eingeschlafen war, näherte sie sich dem Dudelsack. »Was ist denn das? Ist da jemand?« Da niemand antwortete, kroch sie in das Instrument hinein. »Quak, quak, quak!« Und ein Frosch hüpfte auf den Stein. »Was ist denn das? Ist da jemand?« »Ja, ich bin ganz allein. Komm rein!« Und der Frosch sprang hinein. »Ia, Ia, Ia!« Ein kleiner Esel kam zum Trinken. »Was ist denn das? Ist da jemand?« »Ja, wir sind zu zweit, die Fee und der Frosch. Komm rein!« Der Esel ging auch hinein. Huhu, huhu, huhu. Da erschien ein Wolf. Was ist denn das? Ist hier jemand? Ja, wir sind zu dritt. Die Fee, der Frosch und der Esel. Dann macht mal Platz, oder ich beiße euch. Gut, gut, einverstanden. Versuch mal reinzukommen. Und der Wolf drang in den Dudelsack ein. Hihihi! Da landete eine Hexe auf dem Dudelsack. Was ist denn das? Ist hier jemand? Ja, wir sind zu viert. Die Fee, der Frosch, der Esel und der Wolf. Lasst mir einen Platz frei, oder ich verwandle euch zu Staub. Oh, nein! Bloß nicht! Wir rücken zusammen. Komm rein! Und die Hexe gleitete hinein. Bum, 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 da kam der Drack, ein Dämon. Was ist denn das? Ist hier jemand? Ja, wir sind zu fünft. Die Fee, der Frosch, der Esel, der Wolf und die Hexe. Macht mir Platz, oder ich nehme euch mit ins tiefe Wasser. Einverstanden, einverstanden. Wir rücken noch näher zusammen. Komm rein. Der Drack schlüpfte ins Innere. Eine Ameise kam näher. Was ist denn das? Ist hier jemand? Ja, wir sind zu sechst. Die Fee, der Frosch, der Esel, der Wolf, die Hexe und der Drack. Du bist so klein, da wirst du schon einen Platz finden. Und die Ameise krabbelte zwischen die anderen. Plötzlich erwachte der Schäfer und sah, sein Dudelsack war nicht mehr da. Er entdeckte ihn nah beim Wasser. Er war riesig geworden. Er hob ihn mit ganz viel Mühe hoch, atmete ein und blies hinein. Schreie schallten heraus. Der Schäfer sah die Ameise, den Drack, die Hexe, den Wolf, den Esel, den Frosch und die Fee herauskommen. »Habt keine Angst«, sagt er, »komm tanzen!« Der Schäfer spielte auf dem Dudelsack und seine 7 neuen Freunde tanzten bis zum Morgengrauen. Und seit diesem Tag an versammeln sich alle Tiere zum Klang des Dudelsacks.
Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.